Der politische Fußballtalk zur EM 2012. Live aus dem Tippi am Kanzleramt. Mit Jörg Thaddeus und Gästen. Wer ist deutscher Meister? Das ist nicht die richtige Antwort, meine Damen und Herren. Wenn man ruft, wer ist deutscher Meister, dann strecken Sie die Arme. Richtig, richtig. Da hat einer ganz gut aufgepasst hier. Wollen wir das noch einmal üben? Also es geht so, für diejenigen, die Fußballriten kennenlernen wollen, es kommt dieser Ruf, dann strecken Sie beide Arme nach vorne und dann holen Sie den Ruf von irgendwo unter dem Magen. Das klingt dann so ganz tief. Jogi Löw, unser Trainer. Der viele Gründe hat einzuatmen im Moment. Es wird spannend. 5:3 gegen die Schweiz. Also für die Schweiz. Ich habe es ungern, aber es ist so. Also Jogi Löw ist das Gegenmodell zu Jürgen Klinsmann. Ja, das war mehr so der Agro-Stil. Ja, das wäre zack, so hier, Jungs, wenn es nicht läuft, gibt's auf die Ohren. Ja, das war der Schwabe, wie wir ihn aus dem Prenzlauer Berg kennen. Ja. Los, hau ab, komm hier jetzt, Ansprache, Mannschaft, nach vorne, wenn's nichts wird, gibt's rechts, links um die Ohren, los, Philipp Lahmpoldi nach vorn. Ja, so dieser Stil, ne? Ewiger Stimmbruch, aber los, haut ihn auf die Kacke. Ja. So Gelöf, mir so unterschwellig. Es tut mir leid, Olli, aber du bist raus. Ja, natürlich wird Hertha vor allem in Berlin total kritisch beäugt. Woanders sehe ich das gar nicht so, sondern die Leute wollen einmal im Jahr zum Auswärtsspiel in der ersten Liga nach Berlin fahren und sich dort so richtig die Kante geben. Ich glaube, so viele sind gar nicht wirklich glücklich, dass Hertha abgestiegen ist. Ich würde dann schon gerne Hertha mal verteidigen, also jedenfalls in diesem Einzelfall, weil ich fand es durchaus so, dass sie wirklich benachteiligt worden sind in dem Spiel. Und zwar nicht nur in der letzten Minute, als dann, also diese komische letzte Minute, die dann mit, weiß ich nicht, halbstündiger Verspätung hinten angehängt wurde, sondern vor allen Dingen in den 6, 7, 8 Minuten vorher, wo sich dann so Familien am Spielfeldrand so zusammenrotten begannen. Und das ist natürlich eine Bedingung, unter der man dann jedenfalls nicht mehr richtig Profifußball spielen kann. Das ist nett am Sonntag in der Bezirksliga oder in der Kreisliga, aber das ist nichts, was man haben will, wenn man gerade darum spielt, in der Bundesliga zu bleiben. Ich erinnere mich an einen großartigen 1860er Mittelstürmer, der hieß Rudi Brunnenmeier. Und von dem haben sie bei dem einzigen Mal, als ich mit Jena bei 68 war im Stadion an der Grünwalder Straße, da hat mir ein Löwenfan einen wunderbaren Witz erzählt und der handelte vom Rudi Brunnenmeier. Und es geht so, dass also der Vater und der Sohn ins Stadion gehen an der Grünwalder Straße und kurz vor dem Stadion stellt der Vater fest, wir haben die Tickets vergessen und sagt zum Sohn, du läufst jetzt nach Hause und holst ganz schnell die Tickets, aber renn so schnell du kannst. Und der Junge rennt so schnell er kann und kommt auch zurück. Und sagt, Papa, da brr, Papa, da brr. Na, komm doch mal zu dir. Papa, da brr, was ist denn mit dem brr? Der Briefträger liegt mit der Mama im Bett. Und da sagt der Papa, Gott sei Dank, ich dachte schon, der Brunnenmeier kann nicht spielen. Mein kleiner Neffe. Den armen Kerl habe ich mit 8 Jahren an einem grauen Dienstag vor wenigen Wochen mit nach Mainz geschleppt, wo es im Nieselregen bei irgendwie 9 Grad Kälte ein 4:0, natürlich 0:4, für den 1. FC Köln gab. Und, das ist Kindesmisshandlung. Das ist mir in dem Moment klar geworden, als er nach dem 0:4 gesagt hat, na, wenn sie absteigen, muss ich ja nicht mehr Fan sein. Ich glaube, das ist übrigens wirklich interessant bei Kindern, weil Kinder wollen ja immer bei den Siegern sein. Und deshalb ist es ja so, dass wenn man die Generation durchguckt,
Also man hat zum Beispiel bei denen, die jetzt sagen wir mal so Anfang, Mitte 40 sind, gibt es ganz viele Gladbach-Fans. Das sind die, die waren Kinder in den Zeiten Anfang der 70er Jahre. Dann gibt es später HSV-Fans. Und jetzt zum Beispiel, so in den letzten Jahren, gab es ganz viele Werder Bremen-Kinder, die so 6, 7, weil die fanden Werder toll, sind ein paar Mal Meister geworden und die hatten dann auch immer noch so Kleine dabei. Also Diego, Özil, Marco Marin, also so mit dem man sich auch, wenn man 6 Jahre alt ist, der ist ja auch nicht größer als ich. Vielleicht ist das sogar noch so eine Art Marketingmaßnahme, wenn man die Kinder erreichen will, möglichst kleine verpflichten. Ich finde es besorgniserregend albern, wenn erwachsene Männer wieder so auf Barbie-Traumschiff-Niveau zurückfallen, ja, und sagen, oh, mein Verein, und das ist so der Mutti-Ersatz, ne? So Fußbälle haben irgendwie sowas Mamales, und man denkt, aber die rasten ja total aus, das sind Menschen, die sind im normalen Leben relativ vernunftbegabt, man kann mit ihnen ein klares Wort reden, und wenn es um Fußball geht, ticken die total aus. Das finde ich auch bei dieser Debatte so hochinteressant hier. Immer wenn wir hier im Tipi über Politik geredet haben, waren wir total kritisch und wir wollten den Dingen auf den Grund gehen und so. Wenn man über Fußball redet, redet man nur über Oberflächen. Nur über Oberflächen. Was hinter den Kulissen passiert, da werden die Millionen verschoben, da werden medizinisch Dinge gemacht, die keiner von uns wissen will. Es gibt Hunderttausende von Kids, die auf dem Weg nach oben verschlissen werden ohne Ende. Es gibt 15-jährige Jugendnationalspieler, die mit dem doppelten Kreuzbandriss ausgemustert werden. Da wird mit den Träumen und Illusionen von ganz vielen Kindern und auch deren Familien unglaubliches Schindluder getrieben. Aber diese Boykottgeschichte, um das nochmal kurz aufzugreifen, ja, weil uns das ja irgendwie so bewegt hat und auf einmal ist es ja auch komplett weg, ohne dass sich auch nur irgendwas in dem Land geändert hat. Als die EU-Kommission ankam und gesagt hat, wir fahren da alle nicht hin und nutzen unsere Ehrenkarten nicht, habe ich gedacht, her damit, ich fahre da gerne hin, ja, wenn ihr die Plätze nicht haben wollt. Inzwischen habe ich festgestellt, irgendwie im Internet kriegst du die Karten irgendwie für 30 Euro aufwärts. Also es ist nicht so besonders beliebt, da hinzufahren, weil es einfach schwierig ist, hinzukommen. Aber davon mal abgesehen, was da alles an politischem Dünnpfiff durch die Gegend geblasen wurde vor 2 Monaten, ist wirklich abenteuerlichst, ja, bis hin zu Renate Künast, die mit dem schlauen Vorschlag kam, es sollten alle Fans, die hinfahren, einschließlich der Politiker, sich nun mit orangenen Schals bekleiden, als Zeichen der Solidarität mit der Opposition. Nicht wissend, dass natürlich die Holländer in Orange auftreten. Und die Ukraine das natürlich aus Solidarität. Solidarität. Es muss farblich zur Frisur von Claudia Roth passen. Das finde ich die größere Herausforderung. Aber ehrlich gesagt habe ich mich mit dem Turnier noch gar nicht so richtig beschäftigt, weil ich mich um meine Unterkünfte und meine Reisen innerhalb der Ukraine kümmern muss. Ich habe Flüge gebucht. Ich habe gerade bevor hier unsere Diskussion losgegangen ist, ich glaube, zum 10. Mal von meinem Reiseveranstalter eine SMS gekriegt. Ihre Flugdaten haben sich verändert. Der Flughafen wahrscheinlich auch. Das ist schon öfter passiert. Ich hatte dann auch Flüge, die haben wir auf den nächsten Tag umgebucht. Da wäre ja das Spiel dann schon vorbei gewesen. Ich habe nichts anderes im Kopf, als wie komme ich durch dieses Land? Kann ich irgendwo übernachten? Und bitte, wer dann irgendwie dieses Turnier gewinnt, das ist mir im Moment noch scheißegal. Hajo. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Diskutanten hier oben. Ich bedanke mich bei unserem feuilletonistischen Publikum hier im Tipi. Ich bedanke mich selbstverständlich beim Tipi und bei allen, die das technisch möglich gemacht haben. Und würde mich freuen, wenn Sie vor allen Dingen Radio 1 die Treue halten. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch vielen Dank. Sie wissen, was Sie machen müssen, nämlich einfach das Radio eingeschaltet lassen. Dankeschön, vielen Dank. Schönen Sonntag noch. Dankeschön. Applaus